Jetzt warum ist denn der nicht mehr im Chat? Weil er nicht da ist? Okay. Ich glaube, er war nicht mal im Chat. Lebt ne? er noch? Ich hoffe. Er wohnt eigentlich am Mierendorfplatz, gar nicht weit weg von hier. Also normalerweise... Wir sehen hier Konzis Hass-Game, muss man auch sagen. Ja, Captain Falcon gegen Falcon. Grand Final hat Konzi geht direkt mit den Grabs in die... Oh! Und es ist es! Oh! Und das ist das Grand Final. Konzi hat gewonnen. Wir können das jetzt abbrechen. Okay, alles klar, danke schön. Und wir machen weiter mit Tearless Thursday. Tearless Tuesday. Thursday, sorry. Luma ist tatsächlich der beste Mensch, keine Frage. Ist prima, wer liegt in dich? Konati Smash? Du hast mit Luma letztes Mal gespielt. Ja. Ich habe euch gesehen. Oh, true. Ja. Ja. Und wir sind Dritter geworden. Wir haben unseren Seed sehr weit outplayed. I recall that. Oh, und das könnte der weitere Stock sein. Nein, Konzi geht. Okay, er kriegt den Äpfel und hängt sich an die Kanto. Feigensef hat ein kleiner Thursday, den man aber mit I, glaube ich, ich verstehe, was du meinst. Auch ich habe diesen. Ich halte meinen Sterni Award in Ehren und bin tatsächlich bei meinem vierten Bier, was, glaube ich, ungefähr so fünfmal so viel ist wie alle anderen Menschen, die anwesend sind. Hey, die meisten mussten competen. Oh! Ja, Mann, oh mein Gott, und er kriegt es nie immer noch? Okay, alles Konzi klar. Konzi hat ein bisschen Bock. Konzi hat richtig Bock, sich von diesem Falco nicht abwichsen zu lassen. Niki hat einfach keinen Bock, was anderes als einen Falken zu spielen, wo er letztes Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon 3-0 verloren hat. 2-0? Aber Niki hat letztes Mal schon ziemlich haushoch mit seinem Er hat mit Falco verloren. Falken ja. verloren. Ja, genau. Ja. Ey, Michael, du hast vollkommen recht. Dennis und Double Steed komplett sprengen. Name a more iconic duo. Ja, ich bin eine Doubles-Legende. Und das ist es für Konzi. Wir gehen sehr schnell. Und mein Teammate, Team Jasmin. Wer ist dein Teammate? Oh, Konzi ist dein Teammate. Hat gerade Team Jasmin sehr auf den Sack gegeben, Team Jasmin. Und Dario war heute auch mit dem Kaffee Jasmin-T-Shirt da. Shoutouts. Shoutouts und trinkt einen auf uns, Chat. Oh, OB ist da. Hallo. Ey, OB, was geht? Damn. Ey, OB, es ist Jedo 100 und du bist nicht da. Was ist deine Ausrede, dass du in Hamburg bist? Mann. Ja, er wär auch... Hätte. Aber er ist halt schon zu lange... dieser Bierdeckel war... dieser Kronkorken war so locker. Oh mein Gott. Das Bier war wirklich fast offen. Wir brauchen so Sekundenkleber oder das sowas. Das ist hübsch. Und let's go. Okay. Zweites Game. Hat er ein Game in Set 1 Sheik gespielt im ersten Game? Weil das erste habe ich nicht gesehen. Er hat auch schon im ersten Game Sheik gespielt. Und da hat er gewonnen. Ich glaub, im ersten... Ja. Er hat alle gewonnen, außer Falco. Er hat auch, das war ja Game 5, also muss er ein anderes auch noch verloren haben. Ich mag Konzis Tag in diesem Fall. Er ist eine Maus. Das finde ich einfach gut. Er ist doch einfach eine Maus. Absolut wahr, es ist absolut so. Jeder kann agreeen, aber auf der anderen Seite ist es auch cool, sie einfach so zu nennen. Fair. OB ist spirituell da, sehr gut. Ey, Konsti muss auch Stompnies treffen, sonst reicht das hier nicht gegen Niki, weil er hat ja im Grand Final, im Winners Final schon gezeigt. Ganz kurz, wer ist aus Hamburg da? OB. Alle jetzt mal im Chat, die aus Hamburg da sind. Hamburg, seid ihr krass. Der sogenannte spirituelle Atze, Alter. So ich gucke gerade, sind wir immer noch bei 37 Zuschauerinnen? Blamiere ich mich hier gerade massiv. 34, wir haben 3 verloren. Dann ist ja viel easier, ja. Ich glaube, wir haben 10 verloren. Und 7 gewonnen. So hey Chat, erinnert ihr euch, als Dennis und ich vor wenigen Sekunden miteinander angestoßen haben, wisst ihr, wer noch nicht einen einzigen Schluck aus seinem Bier getrunken hat, auch nach dem Anstoßen, wir können dich jetzt nochmal anstoßen, damit du wieder nicht trinkst, okay, Dennis. Ich glaube, das geht so nicht. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, ja. Und das war... Und da haben sie gesehen, wie Spam Menschen this house to help your mouse. Oh, ich liebe es. Ey, House Mouse ist auch mein Lieblingsreim auf der Michael Welt. Michael ist auf jeden Fall der hat bis jetzt nur gute Patterns gebracht. Banger. Guten Patterns kamen bisher von ihm. Er hat auch original, ich glaube, Michael hat sich das zur Lebensaufgabe gemacht, ja. Gute Patterns zu finden. Und die Sache ist, ich habe vorhin so eine kleine Aufgabe so in den Chat gestellt, ich war so wie, irgendwer wird ein gutes Pattern finden für Geldmann. Und es kam Spam this Schwamm to help your Geldmann. Ja, und das war sehr gut. Michael hatte auch dieses Spam this Fratze to support your Atze, hat er original als seinen Twitter-Header gehabt und hat so geschrieben, Twitch-Chat durchgespielt und seitdem sagt er sich, Moment mal, durchgespielt ist nicht ganz richtig, ich kann das noch sehr viel variabler, variantenreicher, immer wieder aufs Neue und Michael beweist hier im Chat wieder, was für eine Chat-Legende er ist. Das war sehr eloquent, Dennis, ich kann mich dem Ganzen nur anstellen. Danke.
Spam this Klaus to help your mouse, Dicker. Oh, Dr. Bashweiser. Du hast sozusagen nicht nur, du hast nicht nur die Aufgabe verstanden, du hast sie einfach auch nur saisonal angepasst. Ich finde, es gibt noch so einen kleinen Plus 1. Können wir Abos vergeben? Nein, können wir nicht. Ne? Auch ein Plus 1 wird Niki höchstwahrscheinlich TÜV-Cup bekommen. TÜV-Cup könnte ein Abo an dieser Stelle vergeben. Aber ja. TÜV-Cup ist heute bei einer Weihnachtsfeier und muss sich extremst besaufen. Oh, nice. Ja, das weiß ich, wir weil ich unserem Arzt aufmerksam lese. Sehr gut, sehr gut. Ich bin mir sowas mal erstaunlich informiert. Muss ich auch Nicht schlecht, Heide. All das. Aber ich habe das jetzt fast ins Auge gehauen. Könntest du es kurz halten, bitte? Klar. Dankeschön. Oh, ich glaube nicht, dass er Yoshi geht. Ich sehe ihn auf jeden Fall, also bei links sehe ich ihn noch. Ich habe Luigi? Hi, Hachi? Detektiv Pikachu? Niemand ist dabei! Okay, der Marth hat ihm letztes Mal auf FOD schon gute Dienste erwiesen. Ich denke, das ist eine schwächere Stage hier für ihn, Battlefield. Auch wenn Marth auf Battlefield wirklich gut ist, ist FOD halt eine relativ schwierige Stage für Falcon. Und Marth mit seinen riesigen Hitboxen, die er die ganze Zeit überall hinhauen kann. Hier ähnlicher Vorteil, die Top-Plattform, also den Gegner nach oben zu zwingen, was halt für Marth super gut ist. Marth will seinen Gegner über sich haben, weil seine Hitboxen nach oben, machen wir uns nichts vor, sie sind disjointed und insane. Schön, der deutsche S2J, er kommt wieder um die Ecke. Und mal sehen, ob Konzi sich diesmal gegen den Marth durchsetzen kann. Ich habe seit dem letzten Mal Anstoß noch gar nicht getrunken. Marth? Classic Dennis hören wir hier. Classic Dennis, so, ja. Erstmal anstoßen, erstmal viele Worte, aber wenn es ums Bier trinken geht. Es wird, ey, der Sternimann Award, der sollte eigentlich in deiner Tasche landen, da hast du vollkommen recht. Vielleicht gebe ich dir die Zeichnung auch noch mit. Da ich die angefertigt habe, gönne ich sie dir. Sehr fair von dir, Dankeschön. Ja. Ich habe es vielleicht nicht verdient, aber ich werde es nehmen. Ich dachte, ich wäre nominiert gewesen, so aus Meme-Gründen. Naja, also es ist durchaus ein Meme-Award. Das ist wahr. Aber ich dachte nicht, dass jemand dafür abstimmt. Ich habe für dich gestimmt übrigens. Ah, gut von dir. Ich glaube, ich habe auch für dich gestimmt. Oh. Ah, ich war die erste Stimme, weil das unsere Teststimme war, ob das Google-Formular funktioniert. Du hast für dich selbst gestimmt. Nein, ich habe gar nicht für mich selbst gestimmt. Das war aber keine geheime Wahl. True. Ich ärgere mich, dass ich nicht mal Top 3 beste Tags habe. Ich finde Young Ulrich so funny. Ich habe dich für Top. Wirklich, habe ich. Sehr lieb von dir. Oh mein Gott, wie kann Niki ihn so abholen? Aber Konsti kommt nochmal zurück mit Kopf gestoßen. Nice, okay. Okay, das war verdient und berechtigt und verdient. Ey, Niki spielt einfach seine Top-Player-Exhibition hier. Spielt jeden Charakter in Rotation. Und Konsti schwitzt und blutet und kotzt in einer Tour, aber vielleicht sehen wir die Storyline, in der Konstantin Niki sagt, nein, du kannst das nicht mit mir machen. Und das ist wirklich, was ich sehen will. So, das will ich auch sehen, ein bisschen. Ah, so cool ich das finde, dass Niki mit allen Charakteren besser ist als unser bester Spieler, so cool finde ich auch die Storyline, dass Konstantin sagt, nein, Dicker. Euer bester Spieler. Ja. Nur um dich nicht hängen zu lassen. Sehr lieb von dir. Ja, wir haben sonst noch Arthur. Aber ich meine, so Niki Arthur ist jetzt... Arthur ist leider nicht da. Und Niki ist halt auch einer von uns seit dieser Season. Oh, das war Warum ist Arthur nicht im Chat? Ich muss sagen, das ist aber schwer verzeihlich. Ich verstehe es also 100%, dass Arthur nicht hier ist. Aber warum ist Arthur nicht im Chat? Ey, Arthur muss sich vielleicht um Frau und Kind kümmern. Und ich finde es fair, dann nicht fair, im Chat zu sein. Fair. Khan fehlt. Ey, auf der... Das habe ich vorhin leider nicht vorgelesen bei der Most Missed Player, weil wir alle wussten, dass Benno wird, habe ich die Liste gar nicht vorgelesen. Es waren Benno, Khan, Stevo und Victor. Und Khan, Stevo und Victor sind auch alle drei nicht hier im Chat. Also keiner von den vielen, die wir vermissen, will irgendwas mit uns zu tun haben. Gut, dass ich keine Scheißurkunde dafür gemalt habe, weil die hätte niemand bekommen. Die hätte wirklich, also doch, natürlich, Benno kriegt die jetzt. Also Benno war auch der einzige logische Abnehmer, weil Jonas ist der Bruder von Julian, die sehen sich zu Weihnachten. Julian ist der beste Schulfreund von Benno. Nice. So. Nice. Und die sind bei die waren in der gleichen Oberschule wie... Wie Özge. Die haben mit Özge zusammen Abi gemacht, Benno und Julian. Khan wieder zu Jedo, wir wissen es nicht. Ja. Ey, ich sag Khan die ganze Zeit, dass er zu Edo kommen soll und er sagt immer so, ich weiß nicht, ich spiele World of Warcraft und spiele Netplay mit Chiaki und das reicht ihm. Uff. Ich bin auch uff. Sagen wir dazu. Ey, Michael, es wurden Urkunden gemalt und ich hoffe, es gibt Fotos davon, wenn nicht, ich werde meine auf jeden Fall fotografieren. Und dann möchte ich sie auf dem Berlin Smash-Kanal geteilt sehen auf Twitter. Wenn ich kurz was zu diesen Urkunden sagen darf, als Künstlerin. Als inoffizielle, offizielle Urheberin dieser Urkunden. Sie sind zwei
also in zwei Schritten aufgebaut. Zuerst haben wir das Template dieser Urkunde, das habe ich angelehnt an das Cover des Super Smash Brothers Melee. Das heißt, ich habe die Schrift, ich habe mich in Reddit-Foren rumgetrieben, um eine Schriftart zu finden, von der Menschen behaupten, sie wäre ähnlich wie die Schriftart. Aber dann hatten wir das Problem, dass auf dem Cover der Super Smash Melee CD, Mini-Disc-DVD. Entschuldige an dieser Stelle, ich habe das falsch gesagt. An dem Cover der Mini-Disc-DVD, richtig, von Super Smash Bros. Melee, dass dort die Schriftart nicht einfach nur eine Schriftart ist, sondern sie ist schwarz, sie hat einen roten Farbverlauf und sie hat einen weißen Inner Shadow und sie hat einen schwarzen Outer Shadow. Ah. Und all das habe ich versucht nachzubauen. Dann gibt es diesen kleinen, es gibt so einen kleinen Schwung auf der Disc, auf dieser Mini-DVD-Disc, sag ich es richtig? Korrigier mich, Dennis, los! Mini-Disc-DVD. Da gibt es so einen kleinen Schwung oben, da steht dann so Nintendo oben, da habe ich Berlin Smash Atzen reingeschrieben, weil wir sind ja nicht Nintendo, sondern wir sind ja was anderes. Und dann habe ich... Typografie durchgespielt, sagt Feigensen, völlig zu Recht. Es ist absolut richtig so. Ich hab diese Font quasi. Niki, was denkst du, was du da machst, Dicker? Hast du schon mal Konsti spielen sehen? Er denkt so, ja, ich nehme mal Peach, Niki mal sehen, wie es läuft. Niki hatte ein bisschen Bock zu kassieren. Der hat das lange nicht mehr gehabt. Der will auch mal wissen, wie es sich anfühlt. Ich muss mir das jede Woche antun, dass Konsti mir komplett mein Hinterteil aufreißt in diesem Matchup und Niki so, ja, mal gucken. Und als wir damit fertig waren, ich habe unten noch ein kleines Siegel eingebaut, dafür hätte ich gerne die Vektorversion dieses Berlin Smashs gehabt. Hatte ich nicht, ich hatte nur eine normale Bildversion. Deswegen haben wir einen kleinen Stempel unten rechts noch, der zertifiziert, dass es von Berlin Smash ist. Und dann haben wir die Kategorien drauf geschrieben. Also ich habe die Kategorien drauf geschrieben und dann habe ich dazu Bilder gemalt und meistens habe ich die Charakter der verschiedenen Player gemalt. Und das war eine Aktion von mehreren Stunden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist was ich sehr gut kann und sehr gerne mache. Und deswegen dieser Stelle, danke. Heide, wirklich völlig aus dem Leben getiltet mit ihrer Arbeit an diesen Urkunden. Wir werden es demnächst sehen auf dem twitter.com/berlin-smash-Kanal. Es ist so verrückt. Und jetzt Game 5 in Grand Finals Set 1. Konsti könnte hier das Bracket resetten. Also man kann es in dem Bot sehen. Ich werde das wahrscheinlich auch als Bot hochladen. Ach so, stimmt. Wir haben die Award-Verleihungszeremonie hier getätigt, vor Ort. On stream. Wir haben sogar eine zweite Webcam dafür mitgebracht. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Es wurde eine zweite Webcam 200 Meter die Straße runtergetragen. Und ja, ich sehe vorwärts zu diesen Urkunden. Sehr richtig, Michael. Ich sehe vorwärts dazu, mir einen Bilderrahmen zu holen und meine Urkunden aufzuhängen, denn ich habe zwei bekommen. Weil Heide so lieb ist. Ja, Mann. Oh, wir haben zwei, Digga. Und Jonas hat zu Legenden. Absolut verdient zwei bekommen. Ich möchte irgendwann mal streamen. Ich habe auch hinten noch bei mir zwei Sterne. Let's go! Okay, Ice Climbers, wir haben in Set 1, also im Winners Final Set gesehen, dass Konsti gegen die Ice Climbers am Anfang sehr, sehr gut zurechtkam und sich dann komplett hat verarschen lassen. Aber Jim kann doch gar nicht den Award für besten Tweet empfangen. Bester Tweet war keine Kategorie, weil es ist ja am Ende des Tages auch irgendwo klar. Und die Sache ist, niemand müsste dafür abstimmen. Den Zap Award. Ey, Zap du Award. Wir spoilern jetzt nicht mehr, wer welchen Preis bekommen hat. Du kannst die in den Bots nachgucken, die Preisverleihung. Richtig. Guckt mal gefälligst die Videos, die diese Menschen hier mit harter Arbeit und im Schweiße ihres Angesichts aufnehmen. Mit diesen Menschen meinen wir Jonas und niemanden sonst, weil Jonas auch... Jonas macht das, aber ihr habt es jetzt auch immerhin gemacht. Konsti, was ist das? Gegen Peach. Ey, ich sag's dir, das ist hart. Es ist ein hartes Business. Marius hat mir gerade mitgeteilt, dass er meint, dass ich dieses Matchup nicht gewinnen kann gegen Falcon mit Peach, weil er sagt, es ist ungewinnbar, wenn Konsti sogar gegen Niki gewinnt. Ich glaube, Nikis Peach und ich sind wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander, aber ja. Du hast übrigens eine sehr, sehr schöne Uhr. Oh ja. Oh ja, das beste Set aller Zeiten. Es kommt bald auf euch zu. Anyway, Konsti kann sich hier das erste Set auf jeden Fall holen. Im Winners hat er aber auch einen guten Vorteil gegen die Ice Climbers gehabt auf FD und hat dann halt verloren. Deswegen fragen wir uns halt hier kollektiv, kann Niki dieses Wunder nochmal vollbringen und ein Comeback gegen Konsti auf FD machen? Oder wird Niki es wieder klatschen? Wird er ihn wieder out-better-playern einfach mit einem sehr viel schlechteren Charakter, gegen den Konsti sehr viel Erfahrung hat auch? Also,
das erste Mal, dass Konsti so, so richtig auf der Bildfläche von allen Leuten erschienen ist, halt, er hat mal ein 50-Euro Moneymatch gegen Däumling gemacht. Da hat er gesagt, wir machen 50-Euro Moneymatch, aber über 10 Sets verteilt. Immer wenn wir uns sehen, spielen wir eins. Und das erste Set wurde er gefickt, im zweiten Set war es schon Game 5 und er hat verloren. Und ab da hat er, glaube ich, nur noch gewonnen. Also Konsti hat sich dezidiert Gedanken über dieses Moneymatch gemacht, so weißt du. Und das war, also über dieses Matchup im Allgemeinen, wegen dieses Moneymatches, das immer Däumling damals hatte. Als Däumling übrigens ein Top 5 Deutschlandspieler war. Aber Niki, selbstverständlich mit demjenigen, der der Däumling damals als der beste Eisklammerspieler Deutschlands abgelöst hat, nämlich mit Luca, zusammen andauernd gegrindet hat. Oh mein Gott, er lässt sich von der Nana abholen. Das ist ein Amateurfehler. Ich sag's euch, wie das ist. Das ist absolut wahr. Andererseits, Nana hat es geschafft. Oh, der Fettkessel-Spezial, aber trotzdem verliert Konsti den Stock an der Stelle. Oh mein Gott! Aber ein Stock für Nana verlieren ist hart. Ja. Du willst eigentlich Nana besiegen und dann dich um den Popo-Stock kümmern. Und kriegt die mit jedem Hit, Alter. Dann konntest du wahrscheinlich gefasst worden. Spam these Wow-Wows to help your Wows. I love it. Spam these Wows, Dicker. Na klar. Und ja, genau wie in dem ersten, Winners Final Set, kann Niki hier mit den Ice Climbers ein gehöriges Comeback auf der Stage starten. Ich finde generell, merkt man bei Niki einfach an, dass er einfach ein sehr extrem erfahrener Spieler ist, der verschiedene Stages, verschiedene Charakter einfach gut spielen kann. Deswegen ist er einfach nicht komplett lost so. Und ich habe das Gefühl, bei den meisten Spielern, da variiert es einfach extrem nach dem, wen sie spielen, gegen wen sie spielen, auf welcher Stage sie spielen. Und Niki ist einfach konstant gut. Und Niki gewinnt Jedo 100. 100 Jahre Jedo! 100 Jahre Jedo. Niki ist der Champion von 100 Jahren Jedo. 100 ich weiß nicht, Jahre Jedo. Ich weiß nicht, wie es euch geht, meine Freunde, aber ich für meinen Teil muss richtig pissen. Have fun. Good luck. Dankeschön, danke, dass wir ja. dieses Glück werde ich brauchen. An dieser Stelle, ja, was das angeht. Ich bin alleine auf dem Commentary Seat. Aber stay tuned, Chat. Es geht weiter mit Tierlist Thursday. Ja, Zeremonie und so, Jonas. Niki verdient und zu Recht gewonnen. Verdient und zu Recht gewonnen. Möchtest du ein kleines Interview machen? Das ist albern, du musst es nicht machen. Alles gut. Ich würde lieber ein Foto machen, wenn man eigentlich ist. Oh ja. Ja, das fände ich gut. Frag mal Konsti. Anni! Ich wollte nur kurz appreciate. Wir haben hier gerade den Commentary Seat und es ist komplett empty im Moment. Warte mal, was willst du machen? Willst du den Chat ausmachen? Nein, bitte mach es nicht. Okay. Anni heute tatsächlich als Teilnehmerin dabei. Hallo Anni, alle freuen sich Anni zu sehen. Hallo Anni, rutsch mal ein Stückchen näher ran. Yes. Da ist Anni. Alle freuen sich, Anni zu sehen und Anni ist heute prepared. Anni ist heute im Fox-Outfit des Todes bekommen. Man sieht es jetzt nicht so gut, weil die Kameraqualität nicht so gut ist, aber Anni hat so eine kleine Brosche, wo ein Fox dran ist und Anni trägt einen Fox-Rock. Und ich muss mal einfach sagen, da hat jemand es ernst genommen. Da hat jemand gehört, Jedo 100, wen spiele ich, einen Fox? Ich zieh's durch. Und da muss man, ich finde, für sowas muss man Anni Credit geben. Einmal Appreciation für Annis Fox-Outfit in den Chat. Alle würden sich freuen. Ja, ich will spielen, Michael, aber heute nicht. Ich muss jetzt so eine Stunde nach Hause fahren. Und dann will ich ins Bett. Ja. Macht das gut? Du auch? Ja, wir fahren jetzt auch. Wir fahren jetzt auch. Ja, let's fucking go! Anni ist wieder gone. Was willst du spielen, Anni? Anni, du Maschine. Richtig so. Anni ist schon wieder gone, aber ich hoffe, sie hat eure Appreciation mitbekommen. Ansonsten sage ich ihr das nicht direkt. Dreimal Jenny P6 Hour in den Chat finde ich auch gut. Jetzt gerade wird ausge...
Mir fällt kein besseres Wort an. Gerade wird ausgebumst, wer jetzt gewonnen hat, wer jetzt weiter... Office! Wir sind on camera, wir sind live und in Farbe. Let's go! Was soll ich jetzt machen? Ich habe gerade das Mikro verschoben, damit wir equally zu hören sind. Ich hoffe, es ist auch... Anni geht noch nicht, keine Sorge, Michael. Es geht doch. Das höre ich mich auch. Anni! Alle freuen sich über dein Outfit und haben dich in den Chat gegrüßt. Ja. Ja, Anni, du Maschine beispielsweise, folgen sie. An dieser Stelle, ja. Wink mal. Foto? Oh, no. Wer macht das Foto? Gruppenfoto. Gruppenfoto? Oh, Licht. Niki, Niki, Niki. Hi Anni, tschüssi Anni. Ja, Anni geht bald, aber jetzt noch nicht unbedingt. Anni ist auch da. Ich glaube, gerade ist so eine Art Siegerehrung im Gange. Ich wünschte, ihr könntet mehr davon sehen. Weißt du, wem ich auch gematcht habe? Können wir? Oh, sehr gut. Ich bin gelb. Oh, und er auch. Doch, wir sind nur umgedreht. Das sind die gleichen Personen. Was geht? Machen wir ein Top-8-Foto oder was? Ich würde gerne ein Foto machen. Oder machen ein Foto mit Jedo? Mit Jedo? Hat jemand eine gute Kamera? Stimmt, Conti wollte Pizza bestellen. Warum willst du das sagen? Ich warte mal, wenn er kommt. Wer hat Lust auf Pizza, ist die Frage jetzt. Haben wir Hände hoch, bitte. Pizza? Pizza? Ich würde ein Stück Margarita nehmen, ich sag's, wie es ist. Ich wollte ein Stück nehmen, aber ich habe keine Pizza. Okay, das kriegen wir doch hin. Ich hab's ein bisschen vergessen, aber wir bleiben hier so lange. Ja, ich weiß. Ich bestelle mal, gucken in die Kamera. Ich bestelle mal drei Jumbo-Pizzen, würde ich sagen, oder? Leute, ich habe einen Selbstauslöser Dings. Ey, immer warte auf. Ey, oh mein Gott, wir sind hier. Ich bin da. Kann man einfach mit der Streamcam? Ja. Ich hab ein Selbstauslöser-Dings gemacht, falls sie alle in diesem Frame sind. Achso, in dem Frame. Genau. Nee, wir können hier rein, guck mal. Guck mal, ich hab hier, Alter, nochmal. Alle mal aufs Bild. Bananen, ich auch. Was ist die Adresse hier? Leningstraße, was? Sag es nicht am Stream, da kommen die alle her. Ey, du wisst doch, wie man sich bei Wüchern. Okay, Leute, wir haben 5 Sekunden Zeit, um in Position zu gehen. Team Jasmin, Dicker. Alle sagen Mailing. Let's go! Ich glaube, es war's. Okay. Nee, er macht 30 Fotos, 30 Fotos. Er macht 30? In 5 Sekunden Abstand. Das wird eine sehr lange Zeit, die hier rumkommt. Ja, ich muss hier so hinhocken, Alter. Das ist ja unmöglich. Serious, guck. Alle serious oder böse. Wir machen ein lustiges, bitte. Das geht schlecht mit deiner Ausschau. Das ist der schlimmste Squad meines Lebens gerade. Meine auch. Oh mein Gott. Das ist meine Knie. Haben wir noch mehr Fotos? Was geht hier ab? Er macht 30 oder so. Wollen wir bitte einfach aufhören? Ja. Warte mal, das 10. können wir schon noch machen, oder? Ja, Mann.